so erfreulich und so routinemäßig, wie das Jahr begann, so schlagartig änderte sich ab letztem März mit dem Auftauchen des neuen Covid-19-Virus alles. Doch wer sorgt dafür, dass auch wirklich niemand diese rund 2000 Kilometer lange rote Linie überschreitet? Das Grenzwachkorps allein schafft dies nicht. Deshalb hat es seit rund einer Woche Unterstützung durch die Armee. Bei Kontrollen an jenen Übergängen, die noch geöffnet sind, aber auch bei der Bewachung der grünen Grenze.